Gut, nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten beginnen wir. Willkommen zur Session Communication Sites und Klammer PMP SharePoint Starter Kit. Die Klammer, es geht nicht nur Ihnen so, dass das alles sich sehr schnell bewegt, sondern auch uns. Namen ändern sich. Beim Einreichen hat es PMP Starter Kit geheißen, jetzt heißt es SharePoint Starter Kit. Daher die Anpassung da. Mein Name Gölles Thomas von der Solvian aus Graz. Kurz 10 Sekunden ein Eindruck von mir. Das Wichtige eher als Steirer, wir kommen dort her, wo Sie Urlaub machen sollten. Mein Heimatort oben, also wenn Sie auf Wein stehen, einfach dann zu mir kommen. Wir haben Connections zu Steiermark Tourismus als Firma, privat, können wir gerne was machen. Man kennt sich in der Steiermark. Steiermark ist ein Dorf, so wie Österreich. About Us steht nicht zufällig um, weil wir eigentlich immer Sessions zu zweit machen. In mir war das bis heute nicht bewusst, dass ich das eigentlich allein machen soll. Deswegen habe ich ihn noch mitvergattert, dass er mit dabei sein muss. Ein Kollege, der Stefan, auch von der Solvion. Und wir machen das eigentlich immer gemeinsam. Was wir uns heute anschauen werden, ist ja PMP Starter Kit. Und ich möchte gerne einführen, warum gibt es das überhaupt und was ist die Idee dahinter. Jeder, der, ob jetzt Consultant ist, Projektleiter ist oder auch interne IT, irgendwann einmal in das Bedürfnis kommt, jemanden als SharePoint ein Projekt zu starten und eine Demo zu machen, kennt die folgende Geschichte. Na klar, irgendwann gibt es einen Start. Und es gibt zwei Arten, wer diese Sachen treibt. Entweder Ihre Endbenutzer, die sagen, push, wir brauchen irgendwas für Zusammenarbeit, ablegen, wie auch immer. Vielleicht sagen sie auch schon SharePoint. Oder es kommt irgendwie, dass die IT sagt, wir haben ein Enterprise Agreement, wir hätten das gerne auch, was die anderen nutzen, dieses hellblaue Ding. Zahlt hat man es auch schon gern. Wir hätten es gerne noch nutzen und einführen. Meistens ändert es dann irgendwann so, dass alle verwirrt sind und keiner richtig weiß, wo vorne und hinten ist. Und dann ist die Zeit für einen Consultant. Ne? Dann ist die Zeit, dass man richtig Held spielen kann und richtig weiß, was funktioniert. Und dann erstellt man den einen perfekten Plan für alles. Ne? Das ist jetzt da zufällig raus, Large Search Farm, wie so eine große, was steht, 200 Millionen Search Index Items Farm aufgebaut wird. Man geht dann durch, macht Budget und sagt irgendwie, okay, das kostet so viel, wir brauchen die Server und Frontend und Ausfallsicher und hin und her. Die Kosten steigen. Irgendwann hat er gesagt, links, SharePoint ist billig. Wenn man dann schaut, was man alles an Server braucht, kommt man dann rechts raus. Dann ist das Ganze fertig, der Deal ist geclosed und dann ist man sehr, sehr happy, wenn das Ding up and running ist. Das heißt, man hat es installiert, sagt dann dem Projektleiter, wir brauchen jetzt eine Woche zum Installieren. Wir kämpfen noch mit dem User Profile Service, der People Sync funktioniert nicht ganz, beim Search Call gibt es noch ein Problem, der Crawl Index funktioniert nicht, Distributed Cache macht auf dem Server noch ein Problem, was auch immer. Und irgendwann ist es up and running. Und dann kommt der Moment, was heißt, okay, jetzt ist das Ganze zum Herzeigen, Showtime. Wir möchten gern dem Management, der das ja alles dann bezahlt hat, zeigen, was SharePoint ist. Und dann sagt irgendwer und sagt, jetzt zeige mal her. Und dann kommt die Seite. und das ist dann ein bisschen hart, ne? Weil dann kommt SharePoint in dem klassischen, das ist glaube ich sogar in der 2013 oder 2016, normalen Teamsite, blau. Und dann ist am liebsten noch die Antwort vom IT-Leiter mit, für das haben wir so viel Geld ausgegeben. Denken tut er sich ja eigentlich eher sowas. Ne? Warum haben wir das alles? Und das Problem haben nicht nur wir. Das hat jeder Microsoft Preseller genauso. Dass die haben das intern im Korb genauso. Das Problem, dass man sagt, okay, wir verkaufen SharePoint, machen das riesen drum und dann kommt diese blaue Standardseite raus. Das hat dann auch irgendwann einmal Jeff Tieper ganz oben gestört und hat das quasi intern in Auftrag gegeben, wir müssen da irgendwie besser werden, wenn das Ding installiert, das muss besser rauskommen. Nach dem Installieren muss mehr da sein. Und die erste Idee war, Communication Sites, das ein Produkt ist, und aber auch ein Tool mitzugeben und das ist eben dann die Anforderung gewesen, wir machen auch dieses SharePoint Starter Kit als Deployment, dass ich schneller und einfacher Demos habe, was zum Durchklicken habe, was noch mehr ausschaut wie SharePoint auf der Box. Und das schauen wir uns heute an, was da die Details davon sind. Beginnen aber zuerst mit Communication Sites, weil das ist die Basis vom SharePoint Starter Kit, das heißt ganz normales Template, das jetzt in etwa so ausschauen kann. Ich glaube, erstes Mal so 2017, wenn ich jetzt ganz richtig bin im Kopf, der linke Screen mit diesem Hero Webpad oben, mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, rechts dann ein Modern Teams halt schon im Vergleich, also alles mit Modern Design, mobilfähig, komplett losgelöst von dem, was zuerst mit Page Layouts und Pages dergekommen ist.
Page-Layouts, zum Verständnis auch, warum das so schwierig ist, Page-Layouts mit SharePoint klassisch auf mobil zu machen ist. Page-Layouts basiert auf Master-Pages, die gibt es im ASP.NET 2.0. Technologie aus 2004, 2005. iPhone 2007. 2004, 2005 war noch die Zeit, wo es die Formel gesagt hat, dass mit diesem iPhone wird sowieso nie was werden und mobile Use-Case wird es nicht geben. Es hat dann sehr lange gedauert, bis man jetzt dann auf einer Technologie ist, die dann auch wirklich responsive rundherum funktioniert, aber nur zum Background, was da darunter verbirgt. Das Ganze kann aber auch so ausschauen, mit ein bisschen mehr Theming und mehr Design, wo man dann sagen kann, okay, Starter-Kit oder dem auch Communication-Sites, wenn ich dann jetzt eine neue Site sage, binnen 3-4 Sekunden, kann es auch so ausschauen. Und das ist dann eine ganz andere Experience beim Endkunden, wenn ich zum Department gehe und Demos mache, als wie nur dieser blaue Schirm. Das war so ein bisschen die Grundidee und das ist auch die Basis, also das Starter-Kit an sich ist nur ein Set, das auf Communication-Sites aufbaut und eben die Features von Communication-Sites ausnutzt, die man auch dann selbst reinschauen kann. Wenn wir dann später sehen, es ist alles auf GitHub, also Open Source, man kann sich genau anschauen, wie es umgesetzt ist, man kann sich genau anschauen, wie es deployed ist, man kann das als Blueprint sehen, man kann es auch auf jede Box hin deployen. Ob man dann das, was von der Open Source Community kommt, auf einen, weiß ich nicht, börsennotierten Kunden am Echt-Tenant hin deployed oder nicht, das muss man selber entscheiden, wie weit man da geht, aber funktionieren tut es ganz sicher. Was sind jetzt die Grundsätze von der Anpassfähigkeit und vom Branding von diesen Seiten? Im Prinzip, wenn man jetzt nur dieses Wireframe so gezeichnet ausschaut, ist das ja, na klar, mit dem Header oben sagt jeder, der mit Office 365 arbeitet, das kommt mir bekannt vor, aber das könnte jetzt ja jede Webpage sein, das ist ja gar nicht einmal so spezifisch durch. Was aber natürlich alle haben, ist irgendwie eine Art von Logo mit dabei, weil ich will das dann irgendwie auch so machen, dass es meins ist. Navigation, jetzt links und oben, ist halt in unserem Sprachraum so, wenn Schriften von rechts nach links funktionieren, ist rechts oben die Heimat und nicht links oben. Ist einfach klar, wie ich das dann lese und dann durchmache. Theming, Color und Font, wie schaut das aus mit den Farben? Man sieht auch rechts immer, dass es das auch durchzieht auf das Mobile Device mit der SharePoint App und nicht nur auf die SharePoint Startseite reduziert ist, sondern auch durchgängig dabei ist. Dann kommt dazu Content Structure mit News, mit Agitierungen, mit Kalendereinträgen, alles eben, was halt Communication Sites und in weiterer Folge auch Hub Sites uns anbieten, um Informationen zu verteilen. Plus Site Designs und Extensibility, was meint das? Wir werden dann später auch sehen, irgendwie muss ich das jetzt auch ausrollen können und deploybar machen, sodass wenn ich irgendwo sage, neue Seite, und in der Denke von Microsoft ist ja das auch in einem Self-Service, das heißt, irgendwer geht her und sagt, okay, neues Portal, neue Kommunikationsseite, nicht nur unbedingt die IT, sondern auch ein Endbenutzer, ob das jetzt Power-User, ob Sie das Power-User, Key-User, wie auch immer nennen, aber der klickt dann hin und dann soll es auch so rauskommen. Und nicht, der klickt hin, kriegt eine leere Seite und muss einmal eine Hilfe durchklicken, 3 Stunden lang irgendwas nachzukonfigurieren. Das ist dann die Idee mit Site-Designs. Was ist dann auch neu hinsichtlich den Möglichkeiten von der Struktur? Wenn wir mit Communication Sites rausgekommen sind, hat es das Thema gegeben, dass es noch keine Page Layouts gegeben hat. Page Layouts, so wie Sie es vielleicht kennen von On-Premises oder von den alten Versionen, geht man her und sagt, okay, mein Newsartikel soll ausschauen. Oben Bild, linker Spalte Text, rechter Spalte Text. Erste Variante. Zweite Variante irgendwie anders gestaltet, um sich Webpart-Zonen oder Fixe-Zonen definiert und sagt, okay, ich mache meine 5-6 Page Layouts, die kann ich ausklicken, schaut immer gleich aus und rollt das aus. Mit dem Move zur Cloud und dem iterativen Vorgehen und die Features eben auch iterativ hinzuzufügen, war im ersten Schritt ein Page Layout nicht gegeben. Das heißt, ich habe mir das immer wieder zugleich zusammenklicken müssen. Mittlerweile ist es aber so, dass es eben mit dieser New Page Design Gallery auch die Möglichkeit gibt, dass man hergehen kann und sagen, okay, neu, Page und von einer Vorlage auswählt und dann auch wirklich sieht, wie schaut die aus. Das heißt, man geht den Schritt für Schritt her und führt die ganzen Features, die man gewohnt war, aus Publishing Sites, also Publishing Site Collections, also klassischer SharePoint-Weg, um solche Portale zu erstellen, auch in modernen Communication Sites überzuführen. Und das schauen wir uns einmal als erstes an. Wie schaut so eine Communication Site aus und wie könnt ihr sowas themen? Das darf der Stefan machen. Ja. Hand hoch, wer hat schon Communication Sites angelegt im RAM? On-Prem? Online. Passt. Sehr gut. Dann werden wir einfach einmal eine gemeinsam anlegen. Und zwar
sind wir da jetzt auf einem Office 365 Tenant, legen eine ganz normale Communication Site via der SharePoint Home Seite an, geben dir einen Namen. Ich hoffe, du hast noch nicht so eine SPConf Wien 2019 Seite. Ne? Tenant ist 2 Wochen alt. Ja, hätte sein können, dass du schon einen Glück hast. Erstellen einmal eine Seite. Und wie man sieht, das geht jetzt recht flott. Und was wir jetzt erstellt haben, ist nicht nur eine Seite, sondern eine ganze Site Collection. Und wie man da jetzt sieht, wenn man es vergleicht zu dem Bild, das wir vorher gesehen haben, das relativ bescheiden blaue, schaut das jetzt schon mal nicht so ganz so verkehrt aus. Also das macht schon ein bisschen was her. Wir haben da oben ein großes Hero Webpad, das man sich gestalten kann, wenn man will, mit Bildern, nur mit Text, mit Buttons, wie auch immer, mit Verlinkungen arbeiten. Ich kann da auch die Kacheln dementsprechend anders gestalten, ich kann mehr, weniger wählen, wie auch immer. Habe dann darunter noch eine News-Section, die schon out of the box mit hinzugefügt wird, wo ich schon auf Add New News Post klicken kann und kann dann schon beginnen, meine News Post zu erstellen. Und bin jetzt vom Createn der Seite bis jetzt nicht einmal 2 Minuten schon unterwegs. Das gleiche gilt für Events und für die Recent Documents, die jetzt in dieser Site Collection dann hoffentlich bald von unseren Usern generiert werden. Das sind alles Webpads, die schon fix fertig dabei sind. Plus, ich kann eben die Navigation oben in der Navbar bearbeiten. Ich kann auch diesen Footer, den man da unten sieht, wenn man ganz runter scrollt, auch wieder bearbeiten und mit Links versehen oder mit Content versehen. Und das Ganze in einem relativ anschaulichen Editor, der jetzt nicht mehr unbedingt Hardcore-Development-Skills von den Usern abverlangt, sondern das kann eigentlich wirklich jeder Power-User dann dementsprechend machen. Weil es ist nichts anderes wie, ich habe überall ein Plus-Symbol, wo ich raufklicke, dann geht meine Webpad-Pane auf mit Webpads, die ich quasi auf die Seite hinzufügen darf oder kann und kann das dann quasi bequem per Klick hinzufügen, kann die auch hin und her ziehen per Drag-and-Drop. Wenn ich sage, ich brauche das Webpad jetzt in einer anderen Section oder ich muss meine Sections unterteilen in mehrere Einzelcolumns, kann ich das relativ bequem machen per Drag and Drop und muss, wie gesagt, jetzt keine tiefgehenden Entwicklungs- oder was auch immer Kenntnisse mehr haben. Das heißt, das ist schon wirklich ausgelegt auf den Endbenutzer bzw. auf den Power-User. So, und wenn ich jetzt eine Site Collection habe, dann will ich unter Umständen nicht nur eine Seite da in der Site Collection haben, sondern ich will mehrere Pages haben. Und wir klicken da rechts oben auf New. Gibt es ein paar Auswahlmöglichkeiten, wie man sieht. Wir wollen einmal eine Page erstellen. Und jetzt kommt genau diese Page Template Gallery daher, wo ich mir quasi auswählen kann von Out-of-the-Box Templates, blank, klar, leere Seite, ein Visual Template, das schon ein bisschen hübscher daherkommt, mit Bildern, mit Texts, mit verschiedenen Visualizations oder quasi nur ein Basic-Template, wo ich quasi oben ein Header-Image habe und darunter mehrere Textbereiche habe, kann ich mir quasi schon out of the box Templates auswählen. Ich kann natürlich weitere Templates mir ziehen, generieren, mir zusammenbasteln und diese dann auch in die Page Design Gallery da hochladen, damit die User, die End-User, die das dann verwenden und Seiten anlegen, auch verwenden können. Wir werden jetzt einmal mit so einer Page starten. Wie man sieht, Klick und die Page ist da. Ich gebe der Page einen Namen, sagt der First Page SPConf Wien, nicht Wein, sondern Wien. Wein gibt es nachher. Habe da jetzt die Möglichkeit, quasi das Design oder das Layout anzupassen, kann da andere Bilder nehmen, wenn ich es will. Werde ich jetzt nicht, in dem Fall nicht tun, im Sinne der Zeit. Wenn ich das quasi fertig bearbeitet habe, klicke ich rechts oben auf Publish, die Seite wird erstellt. Ich habe sofort auch die Möglichkeit, diese Seite in die Navigation zu übernehmen. Ich kann auch die Seite teilen per E-Mail. Wenn ich sage, klassisch wäre ein Newsbeitrag, ich habe einen Newsbeitrag erstellt, will den jetzt mit meinen Kollegen teilen, kann ich das auch an die Kollegen ausschicken. Oder, wie man da jetzt auch sieht, ich kann diese Seite auch als Page-Template speichern. Das heißt, ich bin jetzt quasi mit meiner ersten Page fertig, habe das Design, das Layout so, wie ich es haben möchte, mit Platzhalterbildern, mit Platzhaltertext, meine Bereiche und mein Layout so angepasst, wie ich es brauche, und speichere die dann einfach als Page-Template. Und dann erscheint sie wiederum in diesem New-Page-Dialog für den nächsten oder für mich, wenn ich eine neue Page erstelle, auch wieder auf. Das ist, wenn man es vergleicht mit der alten Variante, Page-Layouts zu erzeugen, SharePoint Designer aufmachen,
Content-Typ richtig auswählen, es muss ein Publishing-Page sein, richtiger Basis-Content-Typ, das alles durchklicken und dann noch hergehen und sagen, okay, im Edit-Mode-Pane brauche ich jetzt dieses Webpart und da brauche ich diese Zone, ist das natürlich auch viel einfacher. Das ist so ein bisschen auch die Idee, also wer es kennt und diese Art des Editieren kennt, ist natürlich irgendwie erinnert an andere Content-Management-Systeme wie WordPress mit hinzufügen. Das ist auch die Idee. Man darf nicht vergessen, viele vielleicht, die auch Consultants sind, wir machen das tagtäglich, da ist das irgendwann im Fleisch und Blut drüber. Und du ärgerst dich nur mal, wenn irgendein Menü verstellt wird von der Microsoft. Jemand, der das aber vielleicht nur einmal im Monat macht oder einmal im Quartal macht, für den muss das auch sehr einfach sein. Weil die Zeit, dass ich dann hergehe und sage, okay, neue Page anlegen und dann mache ich irgendwo Doku auf und liest drei Seiten nach, das ist viel, viel realistischer, dass das halt einfach nie erstellt wird. Und das muss bewusst sein. Also das muss sehr, sehr einfach sein und auch dann in den Möglichkeiten drinnen. Und jetzt haben wir diese Seite angelegt und jetzt schauen wir uns noch an, okay, jetzt sind wir vielleicht mit den Farben nicht ganz zufrieden. Genau. Wie kriegen wir da unsere eigenen Colors mit rein? Genau, weil wenn wir nochmal zurückswitchen, die Seite ist ja noch immer relativ blau. Blau haben wir gelernt, ist jetzt nicht so unbedingt das Hübscheste, weil das ist quasi das Out-of-the-Box-Theme, das daherkommt. Das heißt, wir möchten unsere Seite auch branden mit unseren Farben. Da gibt es einen netten Designer jetzt von der Microsoft mittlerweile released, aka.ms/themedesigner. Wenn man das eingibt, kommt man auf eine relativ neue Seite von der Microsoft, die sich UI Fabric Theme Designer nennt, wo ich mir jetzt quasi meine Farben, mein Corporate Design, alles zusammenklicken kann. Das heißt, ich weiß meine Farbcodes oder unter Umständen weiß ich nur, was weiß ich brauche jetzt eine rote Seite, weil mir Rot gut gefällt. Das Blau mag ich nicht mehr. Dann nehme ich da ein Rot, wähle ich da ein Rot aus und habe sofort in der Mitte auch die Visualisierung dessen. Also ich weiß ganz genau, wie schauen dann Links aus mit dieser Farbe, die ich ausgewählt habe. Wie schauen meine Texte aus? Wie schauen Buttons aus? Wie schauen die verschiedenen Visualizations aus mit dieser Farbe? Und kann dann schon, bevor ich die überhaupt im SharePoint irgendwie hinterlege, schauen, schaut es gut aus, passt es so. Passt weiß auf rot oder brauche ich da unter Umständen schwarzen Text auf rot oder was auch immer. Und kann mir quasi, bevor ich jetzt da fünfmal Designs deploy, schon vorher ein Bild davon machen, wie das dann ausschauen wird. Und kann das dann relativ simpel, wenn ich sage, ich bin fertig, exportieren. Habe da die Möglichkeit, das entweder als Code-Fragment zu exportieren, als JSON. Oder was wir jetzt in dem Fall machen werden, das Ganze als PowerShell-Variable exportieren. Und dann wollen wir das natürlich auch. Alles. Anderes ist es zu? Ja. Mach es da auf. Bitte. Dann wollen wir das natürlich auch in den SharePoint irgendwie übertragen. Dankeschön. Und das, wie gesagt, möglichst einfach als PowerShell-Skript. Das heißt, was wir jetzt kopiert haben, ist quasi dieser Code-Block mit dieser... Okay, sieht man die Klammern relativ spärlich. Mit diesen Farbcodes dahinter, was eben definiert, was sind die Farbcodes. Und das Ganze... Ich hoffe, also du musst jetzt mit deinem User dann bitte anmelden, weil ich habe bei dir keinen User. Aber der Terminal mockt. Terminal mockt extrem. Das ist das Commander-Fenster, nur das ist der gleiche Folder. Das sieht man es auch besser. Genau. Dann connecten wir uns. Oder auch nicht. Das ist das Ding, du musst die PowerShell abmachen. Hast du PowerShell aufgestellt? Das, was wir dann sehen, ist, dass man das mit PowerShell setzen kann, das ist Theme. Genau. Warum? Diese Variable kommt dann in den Tenant rein und mit seinem Namen versehen und damit ist Ihr Theme dann quasi am Tenant verfügbar. Jetzt ist natürlich klar, und das ist auch das Feedback, das die Microsoft da erreicht mit, jetzt bemüht sich so, dass alles andere sauber zum Klicken ist und dann muss ich jetzt auf PowerShell zurückweisen. Ja, ein bisschen Geduld, dann wird auch das abgelöst werden und mit einem möglicherweise Visual Guide funktionieren. Hintergrund ist der, wenn einmal die API verfügbar ist, ist es relativ einfach, die API über PowerShell verfügbar machen. Das heißt, ich kann das als Admin, als Power-User dann einfach machen, dass man dann einen UI-Level drüber legt, dass dann der Endbenutzer das kann, das ist dann der nächste Schritt. Wir können das aber jetzt schon sehen mit den Befehlen,
kannst du hingehen und sagen, okay, Stefan hat jetzt unconnected. Ein ganz wichtiger Hinweis wird dann später in der Slide sein. Wir nutzen da die PNP PowerShell. Wir haben jetzt eingeben nur Connect PNP Online mit dem Tenant-Name, hat nie nach einem Passwort gefragt. Warum? Weil bei meiner Maschine hinterlegt ist, wenn man sich auf TGO Dev anmeldet, nimmt die Credentials. Das ist fix dahinter. Für jeden unserer Tenants habe ich dann einen Eintrag, wenn wir dann sehen, wie das funktioniert. Das macht das Leben als Admin und als Power-User viel, viel einfacher, weil ich auf einer Servermaschine dann auch nicht unbedingt jetzt mal warten will, wenn ich das irgendwie gescheduled mache, Passworteingabe. Und auf keinen Fall will ich aber im PowerShell-User ein Passwort drinnen haben. Das, das ist auch die Idee, weil da drinnen zu stehen haben, okay, connect BNP online minus User minus Passwort, das ist keine gute Idee. Genau. Und jetzt haben wir quasi unsere Farbcodes als Variable gesetzt. Was wir im ersten Step machen, wir removen das Theme, sollte es schon geben, Design mit diesem Namen, nur um sicherzustellen, dass wir das quasi dann auch erstellen können. Und mit dem zweiten Befehl, add PNP Tenant Theme, laden wir quasi auf unseren Tenant dieses Theme hoch. Das heißt, im kompletten SharePoint Online Tenant haben wir dann dieses Theme zur Verfügung und können Unknown Error beim Removen und können dann quasi dieses Theme nicht nur auf unserer Communication-Seite, die wir jetzt erstellt haben, sondern auf jeder anderen Modern Team-Seite, Communication-Seite, Hub-Seite unter Umständen auch verwenden. Der Error ist, wenn wir es removed haben, etwas, was es noch nicht gibt. Genau. Wenn man es schon übereifrig für den nächsten Schritt vorgemacht. Genau. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf unsere Communication-Seite. Das ist, wie gesagt, noch immer blau. Und wollen jetzt quasi einmal dieses Blau in ein schönes Rot umändern und haben da jetzt rechts in der Settings Pane auch dieses Demo SPConf 19 Dev Theme. Wählen wir das aus, zeigt er gleich alles in unserer Lieblingsfarbe Rot an, angefangen von den Tiles da oben, unser Logo, das jetzt in dem Fall nicht existiert, und alle anderen Visualizations werden dann in Rot angezeigt, und die kann man auch da wieder. Wenn ich mehrere Themes habe, kann ich mir unter Umständen auch nochmal aussuchen, was passt denn am besten zu meiner Communication-Site, bevor ich mich überhaupt festlege und das dann auch speichere. Ganz wichtig ist der Balken oben, der blaue, der kommt vom Tenant. Genau. Ist das noch blau. Ich habe hier Site Collection Admin-Rechte rechts, das heißt, ich kann alles machen in der Site Collection, aber ich kann den Tenant nicht überschreiben. Irgendwer oberhalb noch die Rechte, sagen, okay, ganz oben könnte ich das auch noch von blau auf rot ändern, aber das sind nicht meine Rechte. Das macht dann irgendwer ober uns sozusagen. Und eben hier sind wir beschränkt, deswegen ist auch vom New das Plus und alle Icons hier jetzt rot, aber eben bis zur Kante oben, wo die Suitbar anfängt, das ist dann das, was der Tenant weiter zukommt. Gut, dann sagen wir danke fürs Erste. Das heißt, wenn jetzt kurz auf Einblick Communication Sites, wie man so ein Theme setzen kann. Jetzt haben wir gesehen, okay, jetzt habe ich diese Communication Site, das ist eine Site Collection. Wer es kennt für On-Premises, war es ja doch nicht unüblich zu sagen, früher passt, ich mache eine Site Collection und lege darunter Subwebs an, alle hierhin durch runter. Jeder, der mal versucht hat, aus einem Subweb ein Rootweb in einer Site Collection machen und das irgendwie zu moven und irgendwie dann auch Seite exportieren, im XML irgendwas verschrauben, wieder importieren, das ist nicht so einfach. Plus, Subwebs haben auch das Problem, wenn sich irgendwas ändert in der Organisation, ich muss irgendwas archivieren und ich nehme Ebenen raus, habe ich ein Thema, und auch Permissions. Der Klassiker, mache mein Portal auf, mache irgendwann Abteilungen, ganz egal, IT, HR, Sales, alles was es so klassisch gibt. Und dann mache ich da darunter Projekte, arbeiten wir drei in einem IT-Projekt und dann nehme ich ein Nickname dazu, als vom Sales dazu, und dann muss ich da Permissions aufbringen, weil ich jetzt vom Sales ein dazu nehmen will. Das ist dann irgendwann wird das so kreuz und quer und keiner kennt sich mehr aus. Plus archivieren, Site Collection ist immer noch dahinter, theoretisch eine eigene Datenbank, auch on-premises, kann in der Cloud ja dann, macht das zwar die Microsoft, aber es ist dahinter das Gleiche, leichter zu archivieren. Wie kann ich jetzt aber Site Collection übergreifend zusammenhängen? Und da ist die Hub-Site, das was mehrere Site Collections in eine zusammenbringt. Wir haben ja jahrelang das Problem gehabt, dass wir keine einheitliche Navigation gehabt haben über Site Collection Grenzen hinweg. Natürlich kann in jeder Site Collection hingehen und die gleiche Navigation von Hand durchklicken. Wie konsistent und gut das funktioniert, weiß auch, glaube ich, jeder, nämlich gar nicht. Und da ist die Idee zu sagen, okay, man kann auch solche Site Collections in einer Hub-Site zusammenfassen, damit sie dann erstens die News automatisch roll-upen, weil auf der Hub-Site, auf der Basis-Hub-Site, werden dann über die Suche News angezeigt aus allen, die mit dieser Hub-Site assoziiert sind.
Das heißt, ich mache eine Side-Collection zur Hubside und alle, die da dranhängen, User automatisch aggregiert in die Richtung. Searches mit relevanten Seiten gehen dann drauf. Die Navigation ist die gleiche. Consistent Look and Feel. Warum? Weil ich bei einer Hubside ein Side-Script hinterlegen kann, das dann, so wie wir es vorher gesehen haben, ein Theme beinhaltet. Und sobald ich dann hergehe und sage, okay, ich will diese eine Side-Collection zum Sales-Hub hinzufügen, erbt er dieses Setting und mit dieser Assoziation wird er dann von grün zu rot, weil alle in dem Eck zum Beispiel rot sind. Das heißt, ich kann diese Sachen auch wieder scrollen. Plus Navigation einheitlich. Das heißt, ich kann solche Hubsites zusammenfassen. Das macht es natürlich leichter. Hubsites selbst erstellen kann nur wieder der globale Admin. Das kann ich dann jeder einfach sagen, hey, ich mache meine Seite zur Hubsite, das ist ja auch was Bewusstes ist. Aber ich kann jedem Site-Collection-Admin das Recht geben, ich connecte mich zu einer Seite. Ich kann es auch ändern. Ich kann dann sagen, unser IT-Projekt ist nicht mehr IT, sondern nehme ich es raus und hänge es bei Sales an. Damit ändern sie vielleicht Farben, ändert sich vielleicht Navigation, aber der Content bleibt der gleiche. Die URL ändert sich nicht, die Permissions werden nicht angegriffen, aber ich bin woanders auffindbar. Was ist da die Idee dahinter? Wenn man sich jetzt so einen großen Workplace vorstellt, irgendwie habe ich Portale, die vielleicht company-weit dabei sind. Ich habe irgendwie externe Applications, in dem Fall ein Legal Portal oder Expense Tracker, also klassische Anwendungsfälle. Dann habe ich einen ganzen Haufen Team-Sites, die sich irgendwie Teams gebildet haben. Die Team-Sites haben dann auch noch äquivalent dazu vielleicht irgendwo Communication-Sites mit New Hires, Benefits, Big Wins, was es nicht alles so zu kommunizieren gibt, das vielleicht als Resultat von Zusammenarbeit in Team-Sites entsteht. Und die Sachen fasse ich jetzt zusammen in Hubsites. Das heißt, ich mache Connections und mache meine Hubsites, die jetzt orange sind, und hänge jetzt bunt gemischt Team-Sites und Communication-Sites zu Hubsites zusammen und baue so meine Portalstruktur auf. Und dann passiert das, was immer passiert. Man achte auf EMA, also Europa, Mittel, East, rechts unten und Sales. Irgendwas ändert sich halt, ne? Das eine Team wechselt, das eine Projekt wechselt, wie auch immer. Aber was ganz normal ist, was ja in einem großen Konzern tagtäglich ist, dass sich irgendwas an der Struktur, Organisation irgendwie ändert. Abbildbar im SharePoint Alt schwierig, wenn ich es wirklich hierarchisch aufgebaut habe. Mit Hubsites jetzt einfacher zu sagen, okay, wie kann ich das dann durchgehen und wie kann ich das wirklich assoziieren? Das heißt, das ist auch so eine Informationsarchitektursäule eigentlich für moderne Internetportale, die dann Communication Sites mit dem Feature gemeinsam noch viel, viel mächtiger macht. Was ist da ein bisschen dahinter? Wir haben jetzt extra nachgeschaut. Natürlich haben wir das Slide irgendwo herkopiert. Im Ursprungsslide ist gestanden 50 Hubsites per Tenant. Das war die Info vom letzten Jahr. Aktuell in der URL steht drinnen 2000 Hubsites pro Tenant. Damit habe ich dann auch beim großen Kunden kein Problem zu sagen, okay, ich kann auch wirklich in die Tiefe gehen und Hubsites machen, für vielleicht, wenn ich an einen Konzern denke, jede Tochterfirma hat ihr Sales-Portal, hat ihr HR-Portal, die Mutter vielleicht dazu, da kann ich schon viel, viel, viel Side-Collections machen. Die Grundidee ist auch die, dass eine Hubsite-Assoziierung keine Permissions ändert. Das heißt, nur wenn ich jetzt irgendwo sage, ich bin da dabei, haben sich meine Berechtigungen nicht geändert. Ich kann Classic und Modern switchen und ich kann das nur auf Side-Collections anwenden. Das heißt, ich kann jetzt kein Subweb irgendwie vorbeimachen, sondern muss immer die Root-Side-Collection zu so einer, also zu seinem Hub assoziieren. Was kommt noch mit? Ich kann keine Hubs mit Hubs connecten. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache den Sales Hub und mache den HR Hub und hänge die zusammen. Die muss ich wieder quasi manuell über Hyperlinks verbinden. Wenn ich irgendwo eine Landingpage habe und sage, okay, das sind alle meine Hubsites, dann hilft mir das, aber ich kann jetzt nicht noch einmal eine Hubsite mit einer anderen Hubsite verbinden. Da ist dann aus, das funktioniert nicht. Out of the box gibt es jetzt auch keinen Prozess, der das irgendwie mit einer Approval ausführt. Das müsste man irgendwie customizen und sagt, okay, ich würde gerne jetzt unser IT-Projekt irgendwo anders hinhängen. Das kann man natürlich customizen und sagen, passt, wir machen einen Approval-Prozess und am Ende des Tages rufen wir in der API das auf. Wenn ich das rein über Bordmittel mache, gibt es da keine Approval. Das ist einfach möglich. Wenn man die Rechte gegeben hat, dann kann ich so durchswitchen. Und natürlich News und Highlighted Content werden dann immer aus der Assoziation gezogen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Seiten wechsle und mit meinem Projekt umziehe, wird es mit dem aktuellen Search Index 3, 4, 5 Minuten dauern und dann ist der neue Content auch über das dabei. Das ist ein bisschen schneller mit dem Incremental Search jetzt als wie in den alten Versionen, wo das bis zu 15 Minuten dauert hat, geht das jetzt sehr, sehr viel schneller.
Technischer Hintergrund, wie ist das gelöst? Ganz einfach, es gibt ein Property bei der Site Collection, die das einfach sagt, okay, die Seite ist eine Hub-Site und das ist die ID und die andere Site Collection kriegt einfach das angetragen, dort wo steht Hub-Site. So einfach wissen dann die Sachen dahinter, wie sie zusammengehören und das kann man durchgehen und das ist dann der wichtige Link darunter mit den Planning Hub-Sites, wo dann ganz genau beschrieben steht, die Limits, die aktuellen sind und die muss man immer wirklich aktuell nachschauen. Also 50, ich glaube es war sogar 20 war das allererste, dann 50, dann 200, sind wir bei 2000. Das skaliert natürlich durch und da muss man immer wieder genau nachschauen, okay, was geht jetzt wirklich dahinter mit. Gut, Communication Sites gehabt, wir haben Hub Sites gehabt. Was ist dieses SharePoint Starter Kit? Die Idee ist, dass mit einem Deployment automatisch so eine Seite wieder rechts rauskommt. Dass sie das automatisch mit dabei. Bitte. Sagen, wie sich das Microsoft Teams da einsortiert, oder steht das ein bisschen dann im Wettbewerb zu den Hub-Sites? Im Wettbewerb zu Hub-Sites. Ja, wenn ich die Wahl habe, wo mache ich meinen Einstieg, dann kann ich ja einmal über das Team machen, also das Microsoft Team, oder einmal über eine Hub-Site. Ich würde ja nicht beides machen. Ja, das ist ein guter Punkt, den wir schon ein bisschen auf uns zukommen sehen mit, wenn ich jetzt klassisch Internet mache, mit einer Communications-Abteilung, dann wollen die, dass meine Startseite im Browser das Internet ist. Microsoft kommt und sagt, Teams ist der Teamwork, der Hub für Teamwork. Was mache ich jetzt zuerst in der Früh auf? Den Browser oder mache ich Teams zuerst auf? Und je nachdem bin ich dann irgendwie als Benutzer aber anders drinnen. Wenn ich jetzt Teams aufmache, bin ich in meinem Zusammenarbeitsdenken drinnen und verpasse vielleicht die News von irgendeiner Abteilung. Das heißt, da ist momentan noch das Ding mit, das sind noch so zwei getrennte Welten. Wenn ich jetzt aber schon sehe, dass in Teams jetzt schon SharePoint Framework Webplatz integrieren kann, dann wird es nicht mehr so weit weg sein. Das lässt jetzt ein bisschen Ihrer Vorstellungskraft, was dann vielleicht noch kommen mag, was mein Team noch alles anzeigen wird können. Damit das wieder Sinn macht, weil sie jetzt eigentlich dann immer, wenn es bei einem Kunden jetzt gehabt, wo die Marketingabteilung sagt, mit ja, Teams ist schon toll, aber jetzt geht keiner mehr auf meine Startseite, ne? Weil ich gehe in Teams rein in der Früh. Das wissen die in Redmond auch. Dabei belasse ich es einmal, weil ich kann jetzt nicht zu viel verraten. Gut, SharePoint Starter Kit. Available today, der Screen bezieht sich aus der Ignite 2018, also so ein gutes halbes Jahr alt, wo das released worden ist, mit der Idee zu sagen, okay, wir machen ein Kit, das sich zusammensetzt, ich glaube es sind das 13 oder 14 unterschiedliche Webparts, SharePoint Extensions, wo man dann wirklich hergeht und sagt, okay, ich habe die Weltuhr mit dabei, ich habe so Quick Links mit dabei und will das eigentlich zur Ausprägung bringen. Dass jeder hergehen kann und sagen kann, mit den richtigen Rechten, ich deploye es ganz einfach und aktualisiere damit so meine Demo-Umgebung und schieße mal so eine Site-Collection raus. Was das SharePoint Starter Kit gleich mitmacht, ist, dass es drei Site-Collections anlegt, eine zur Hub-Site macht, die assoziiert, also das ist alles mit dabei und eben das Gute, alles ist Open Source, man kann sich ganz genau anschauen, wie das passiert, wie das durchgeht, wie es erstellt ist und natürlich auch modifizieren kann man es dann noch. Der Text ist eher für zu Hause, ist viel zu viel Text für ein Slide, was eigentlich Starter Kit ist von der Seite her. Springen wir gleich drüber. Vielleicht nur wichtig, es steht nämlich irgendwo im Code drinnen. Automated Provisioning of Simple Demo Content. Nicht vergessen, das war die Grundidee. Ich kann es natürlich jetzt hernehmen als Basis und vielleicht auch mein eigenes Service damit nutzen und dann Production-weise das ausrollen. Muss ich mir selber ein bisschen mehr drüber kümmern. Wie schaut jetzt so ein Deployment aus? Gleich wieder PowerShell, PNP PowerShell, Connect PNP Online und dann ganz einfach sagen, okay, Apply PNP Template, Path, das File und durchaus. Der Parameter ist wichtig, wir legen drei Site Collections an und wenn Sie das jetzt mehrmals hintereinander machen, wollen Sie nicht zum dritten Mal Contoso haben. Das soll dann irgendwie auch anders heißen. Mit dem Prefix kann man mitgeben, okay, wie die Site Collection davor heißen. Bei einem Konzern kann ich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt da die Tochter, mache ein Kürzel wieder bei, auch immer. Aber das sind so die Demo-Daten, die ich dann nicht ändern kann. Die Links unten mit allem zum Downloaden. Und dann schauen wir uns das einmal an, wie das ausschaut. So. No. Also wenn man ganz normal noch sucht, kommt man auf die GitHub-Seite, wo das alles erklärt ist, mit diesen Designs durch, was alles dabei ist. Auch hier nochmal, das ist auch der Text, der in dem Slide drinnen ist,
was sind die Objectives, was war das Goal überhaupt von hinter dieser Maßnahme, die da passiert ist. Und hier eine Auflistung von WebParts. Der Banner WebPart, Follow Sites, Links, was es nicht alles so gibt an Möglichkeiten, die dann zusammengetragen wird. Was das Data-Kit jetzt wirklich macht, ist, dass es diese ganzen einzelnen WebParts auf der Seite deployt und anhand von einem PMP-Theme und einem PMP-File, das die Struktur vorgibt, auf die Seite zur Auswirkung bringt. Das heißt, wenn ich jetzt hergehen würde und sagen würde, okay, ich hätte das Data-Kit genauso gerne rausgewuchtet. Jetzt muss ich nämlich in dieses Studio. Kann ich hergehen und sagen, passt, apply PMP-Template und das ausführen. Ich mache das jetzt nicht, weil das dauert 15 Minuten, 20 Minuten. Das geht jetzt nicht ratzfatz, das dauert ein wenig. Was ich auch machen kann ist, wenn ich mit der Struktur, die angelegt wird, das glaube ich, legt der Marketing-Seite an, legt der HR-Seite an, er nutzt eine bestimmte Spracheinstellung, klar Englisch, bin nicht happy damit, dann gibt es ein File, das Data-Kit XML, weil dieses PMP-File, das da drinnen steht, das hat knapp 38 Megabyte. Das ist ein eigenes Format von PMP, das ist binär, das kann ich nicht aufmachen, weil da ist auch der ganze, die ganzen Deployables, die ganzen Packages drinnen, aber ich kann dieses Data-Kit XML aufmachen. Und wenn ich da jetzt reinschaue, wie das, glaube ich, das funktioniert, das ist die bekannte an Camel angelehnte Notation auch im PMP, und wo ich dann hergehe und sage, okay, wie soll das ausschauen? Wie soll die Site-URL ausschauen? Wie ist die Company? Wetter ist natürlich ein Seattle, Stock-Symbol, wenn ich das dabei habe. Was ist die Sprache? Dann kann ich da Sprachfiles auswählen. Nehme 1031 für Deutsch, das so durchgehen und kann das durchdeployen. Wichtig ist, wenn man das deployt, der Benutzer, der das anlegt, muss globaler Admin sein. Und er muss auch am Termstore als Admin eingetragen sein. Und sie brauchen einen App-Catalog. Die beiden letzten Dinge sind nicht, wenn Sie jetzt einen Demo-Tenant anlegen, Dev-Tenant, nicht automatisch mit dabei. Der App-Catalog braucht so 20, 30 Minuten, bis er da ist. Das muss ich zuerst machen, App-Catalog anlegen und ich muss, obwohl ich globaler Admin bin, hergehen, Termstore-Management aufmachen und mich als Admin vom Termstore-Management-Service eintragen. Das bin ich nicht automatisch. Mache ich das nicht, funktioniert das nämlich nicht. Da hat er nämlich keine Rechte, trotz Admin, auf das Termset zuzugreifen und kann dann diese Dinge nicht anlegen. Das ist ganz wichtig. Da steht aber auch alles als Prerequisites auf der Seite beschrieben. Das muss man uns nicht merken, sondern einfach schauen, okay, da waren ein paar Baustellen als Voraussetzung, die müssen sitzen. Und dann geht es durch. Ganz runter definiert. Dann kommt uns ein Theme entgegen, wie wir es heute schon gesehen haben. Farben, Farbdefinitionen. Und so geht es durch. Und das ist dann eigentlich wirklich die Definition von der Seite, die Sie rauskriegen. Wie schaut das raus, was man rauskriegt? Wie schaut sowas aus? Ist jetzt ein Beispiel von, ich glaube, das haben wir gestern oder vorgestern angelegt, wo dann die Seite so rauskommt. Ganz durch runter, mit Footer, Edit ganz normal, also ganz normale Communication-Site, wo diese ganzen Dinge durchdeployed sind. Das ist jetzt die Variante, wie ich sage, okay, ich gehe in das Data-Kit rein, nehme das her, definiere mein Package, kann das durchaus machen. Ist natürlich auch spannend für die Entwickler unter uns ein wenig, weil, ich wieder ein bisschen rauszoome, ich habe jetzt nicht natürlich nicht nur, nicht nur den Provisioning-Code, sondern ich habe dann auch wirklich die Solution da und kann auch wirklich reinschauen in jedes einzelne Webpart, wie es theoretisch umgesetzt ist und mir dort natürlich auch wieder Assets holen und von diesen Extensions und Frameworks Webparts schauen, wie sind sie gemacht, wie sieht das aus, wie kann ich das auch selbst umsetzen. Gut, dann gehen wir kurz im Slide weiter. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir können mit diesem Data-Kit, mit PowerShell, mit den richtigen Rechten hergehen und sagen, passt, ich kann jetzt selbst so eine Communication-Site ein bisschen pimpen und besser anlegen. Das ist jetzt eben inzwischen dazugekommen, seitdem ich dieses, den Content eingereicht habe. Inzwischen gibt es auch einen SharePoint Provisioning Service. Wo die Idee ist mit, ich gehe nur in die PowerShell hin, ich gehe auf eine Webseite, schaue mir irgendein Template an, das mir gefällt, wie zum Beispiel das SharePoint Starter Kit oder was anderes, klicke das an, melde mich dort das Tenant Admin an, klicke auf Schuss und der deployt das remote, das ohne PowerShell. Das ist das Letzte, was jetzt quasi, ich glaube erst public ist seit der SharePoint Konferenz in Las Vegas oder kurz davor, wo man wirklich hergehen kann und kann sagen, okay, wir gehen eigentlich her,
und lassen uns das remote deployen, dass wir gar keinen Code mehr machen sollen. Und das ist auch das, was wir in Wahrheit im Hintergrund gemacht haben. Wie schaut das aus? Ist das richtig, ja? Ich gehe auf diese, wo ist der Link? SharePoint Provisioning Engine. Da steht dann auch beschrieben, genau, was der Intention ist von dem Service Description, wie das alles funktioniert, dass man wirklich sicher sein kann, was da dahinter ist. Voraussetzungen, die man haben muss. Wie schaut das aus? Wie ist der Support davon? Das ist keine Solution von Microsoft selbst. Das ist ein Community Project. Es bringt jetzt nichts, das auszurollen und dann bei Microsoft Support anzurufen und sagen, es funktioniert nicht. Da wird sich keiner drum kümmern, weil es eben nicht von Microsoft gehostet ist. Das erkennt man auch immer schön an der URL oben. Das ist keine Microsoft.com, das ist keine SharePoint.com, es steht SharePoint.pnp.com. Das ist nicht das Gleiche. Das ist auch wichtig, wenn man sagt, okay, wo kommt die Information her? Was ist der Source davon? So. Und auf der Seite sieht man jetzt hier unterschiedliche Templates, die alle aus diesem SharePoint Lookbook kommen. Das ist das, ja, dieses PDF oder diese Präsentation, die von der Microsoft vom Design Team erstellt worden ist, wo so grundsätzliche Strukturen von Seiten mal als Vorlage sind. Das ist ein bisschen so Ideengeber. Wie schaut so eine Communication-Seite aus? Wie schaut so eine Portalseite aus? Was gehört darauf? Und dann kann ich ergänzen, zum Beispiel Leadership-Seite, Add to your Tenant. Und bei Add to your Tenant, Connection noch ganz so gut. Ich bin jetzt schon autorisiert, weil ich schon mich einmal gestern oder vorgestern angemeldet habe mit dem Tenant. Fragte mich, okay, wo kommt die Notification-E-Mail hin? Wie soll meine Site-E-Mail, also Site-URL ausschauen, Site-Titel und klick auf Provision. Confirm und habe das gestartet. Wenn das Ding jetzt fertig ist, kriege ich eine E-Mail auf diesen Posteingang, den ich angegeben habe, und der sagt dann, hey, wir haben die Seite für dich provisioniert. Muss ich kein PowerShell mehr schreiben, muss ich nichts selber machen. Das ist der große Vorteil von dieser Engine. Aktuell sieht man oben, ganz wichtig, Beta, das ist jetzt einmal in der Preview-Phase. Die Jungs, die dahinter das erzeugen, kämpfen gerade mit Microsoft intern, vor allem mit dem Legal Department, das auch wirklich dann als Open Source zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel sagen kann, okay, wie ist das umgesetzt? Das scheitert jetzt weniger an der Technik, das scheitert eher daran, dass irgendwer sagt, ja, das können wir so rausgeben. Das Commitment, das zu machen, ist schon da. Eher schon am, warum können wir es nicht endlich rausgeben, in die Ecke. Und da gibt es eben einen ganzen Haufen von Samples, die dann rauskommen. Wie schaut das dann aus? Das müsstest du sein. Das ist jetzt zum Beispiel eine Seite, die über dieses Provisioning angelegt worden ist in den letzten Tagen. Diese Contoso Drone Landing, wenn es wer kennt von den Build Conferences der letzten Monate oder diesen großen Konferenzen Microsoft, da waren immer so mit Drohnen als Theme mit dabei. Ich habe News mit dabei, habe das Wetter aus Redmond, hilft mir viel in Wien, habe die News, den Kalender, Recent Documents, alles so durch. Remote Provisioning, das heißt, nie irgendwas geklickt bei mir, nur Credentials übergeben und der provisioniert mir das rein. Und mit dem kann ich dann durchstarten. Ich habe dann auch hier modern Mega-Menü, nicht mehr klassisch vom SharePoint, das kommt auch aus den Communication-Sites raus, aus den Hub-Sites raus. Das heißt, die nutzen jetzt wirklich dann alles aus, was die Communication-Sites und die Hub-Sites als Infrastruktur bieten, damit ich das dann zur Ausprägung bringen kann. Jetzt gehe ich nur schnell in meinen Posteingang hier an den Tenant. Könnt ihr das auch sehen? Da sieht man zum Beispiel, da ist ein Fehler passiert heute am Vormittag, das nicht funktioniert. Oh, wo ist denn das von gestern? So soll es ausschauen, wenn es durchgeht. Also man kriegt dann immer so eine Message durch. Meistens, wenn ein Fehler ist, habe ich nicht irgendwo die richtige Rechte gesetzt. Dann gibt es eigene Seiten, wo dann wirklich schaut, okay, welcher Fehler kommt, was habe ich denn falsch gemacht, dann muss ich das nochmal machen. Da muss ich natürlich hergehen und sagen, okay, diese Fragmente, die deployed worden sind, wieder rauslöschen und neu deployen. Das Provisioning Service hilft mir da hinsichtlich sehr gut. Gut. Zum Abschluss, weil das ja dann auch nicht noch das Ende der Fahnenstange ist, jetzt gibt es noch einen ganzen Haufen von Third-Party Internet Out-of-the-Box Lösungen. Da gibt es einen guten Report, der einmal im Jahr rauskommt. Guter Report deswegen, oder warum weiß ich das?
man sieht es da in unserem Logo, wir waren auch einmal Teil von diesem Clearbox Report. Der wird jedes Jahr mehr. Ich glaube, für 2019 sind sie schon auf über 80 Hersteller, die sagen, sie machen Digital Workplace oder Internetlösungen. Also wenn jetzt irgendwer sagt, okay, ich will Vergleiche haben, ist das eigentlich die Quelle, die man anschauen kann und schauen kann, okay, was machen die unterschiedlichen Hersteller und wie geht das durch. Was jetzt aus der externen Sicht für uns sehr, sehr spannend war, wir haben ja selbst auch mal versucht, mit einem Produkt internetmäßig aufzutreten. Ich sage es ganz offen, ist schwierig, wenn man sagt, wir fokussieren uns nur auf Dach und es gibt Player, die global dabei sind, die kegeln dich dann einfach irgendwann raus. Das ist aber aus der Techniker-Sicht dann sehr spannend, was die unterschiedlichen Anbieter machen und wie sie den SharePoint ausnutzen, aufsetzen, wie immer das formuliert wird. Die einen, die sagen, okay, wir setzen uns auf SharePoint drauf und machen eine Schicht dazu, und andere, die sagen, okay, wir nutzen SharePoint zwar irgendwie zur Visualisierung, aber kochen unsere komplett eigene Suppe irgendwo in Azure oder irgendwo dabei. Da muss man sich eben durchentscheiden, was ist irgendwie das, was ich da raus will. Die spannende Frage, die natürlich immer für uns dann ist mit, okay, jetzt haben wir sehr viel gesehen von Out-of-the-Box-Lösungen, die schon sehr viel, viel, viel mehr können, als wir eigentlich noch vor 2 Jahren oder für Publishing-Portale on-prem. Warum gibt es jetzt eigentlich noch Bedarf für einen ganzen Haufen von anderen Anbietern? Das ist zum Beispiel jetzt ein Screenshot von dem Tool, das wir nutzen, wo ich sage, okay, da kommt zur Seite so raus. Das war eine Demo, glaube ich, für ein Collaboration Summit. Und nur als grober Ideengeber, was sind so Dinge, wo man sagt, okay, wo hängt es vielleicht noch oder was fehlt noch am Core-Offering von der Microsoft? Wo gibt es jetzt Geschichten, wo ich sagen kann, okay, ich werde jetzt noch irgendwo hergehen und sagen, passt, was kann ich hinzufügen? Was mittlerweile unser Ansinnen ist, egal ob das jetzt diese Seite ist oder Communication-Seite ist, eine Seite, wo ich einfach nur Informationen herausfinde, soll so aufgebaut sein, dass keiner, der nur Leser ist, irgendwie Hilfe braucht. Und das funktioniert auch, weil wahrscheinlich wird hier jeder im Raum Amazon nutzen, Lufthansa oder wie auch immer irgendwas. Meine Eltern schaffen das auch und die haben auch keine Hilfe für das. Das funktioniert auch. Das heißt, rein lesen muss super funktionieren. Was ich jetzt noch machen kann, ist, dass ich die unterstütze, die Content erstellen. Und da kann ich jetzt sehr gerne sagen, okay, da gibt es einige Third-Party-Stelle, das ist nicht der einzige, sondern mehrere, die sagen können, okay, wir supporten jetzt dann auch noch den, der eigentlich den Content erzeugt. Und machen dann Features dazu, die es mir ermöglichen, und zu sagen, okay, passt, ich mache das sehr, sehr einfach, wie neue Seiten dazu kommen, ich mache das sehr, sehr einfach, meine Page dazu zu kommen. Das heißt, eher an diesen News-Redakteur denken und nicht mehr nur fokussieren auf den Endbenutzer. Bei dem Endbenutzer muss ich ein Portal hinstellen, das konsumierbar ist, responsive ist, mobil ist, secure ist, keine Frage. Aber die können mittlerweile alle, wer Standard.at lesen kann, WF lesen kann, der kann auch solche Seiten lesen. Das ist nicht das Thema. Den Redakteur zu unterstützen, das ist der nächste Schritt. Und was wir ganz stark sehen ist, wir haben jetzt ganz viel gesprochen darüber, zu sagen, okay, wie schauen Communication Sites aus, aber wie kann ich das machen, dass dann auch meine Zusammenarbeitsbereiche mit dabei sind. Und da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis auch mit der Frage von Teams, wo ich sage, okay, ich habe vielleicht mein Portal, an dem ganz viel kommuniziert wird, aber ich brauche auch eine Seite, wo ich Zusammenarbeit machen kann. Und da ist das, was ist jetzt rein meine persönliche Meinung, kann mich mal jetzt dafür prügeln oder nicht, aber wenn ich mir diese SharePoint Root-Seite anschaue, die immer mehr Features über den Lauf der Zeit bekommen hat, wenn sie geladen ist, also das, was jetzt das WLAN ist jetzt nicht super schnell, deswegen dauert es mir ein bisschen, wo ich dann sage, okay, das ist irgendwie die Antwort auf eine meiner möglichen Einstiegsseiten, wo ich alle meine Seiten zusammengefasst ziehe, alle meine Gruppen zusammengefasst ziehe. Da sehen wir halt auch ein Thema, weil wenn ich jetzt in einem großen Konzern bin und vielleicht in 20 Projekten bin und dann interessieren mich noch 30 Hubsites, dann wird es mit der Seite, mit der Übersicht irgendwann einmal Ende Gelände sein. Und auch hier die Darstellung, häufig besuchte Webseiten, okay, Neuigkeiten von Webseiten, aber ich will ja mehr sehen. Ich will ja alle Projekte aus Sales sehen. Ich will alle Projekte von dem Standort sehen. Ich will alle Projekte von dem Projektleiter sehen. Solche Dinge abbildbar zu machen, Dashboards in die Richtung zu machen, das ist dann das, wo man sagen, okay, da zahlt es dann aus, zu sagen, okay, welche auch immer, aber irgendeine Third-Party-Lösung bringt das dann zusammen, was Communication-Sites, Hub-Sites mit der Teamwork zusammenbringt, und unter Unterstützung für den Content-Redakteur.
Und damit bin ich jetzt leider 2 Minuten zu früh fertig, aber das wäre es im Groben und Ganzen. Dankeschön. Fragen, Feedback, Ergänzungen? Beschwerden. Beschwerden nur an ihn, bitte. Bitte. Vielleicht nur eine Ergänzung bei diesem Provisioning-Service, ja, was man machen kann. Da gibt es noch so eine schöne Microsoft Learning Solution-Sache. Das finde ich, stimmt, ja. Toll, die habe ich jetzt vergessen. Individuell anpassen kann. Das wäre vielleicht noch wenigstens. Wo geht auch Solution? Bei Solutions ist das drinnen, gell? Das ist das Microsoft Learning Pathways, früher jetzt Custom Learning geheißen. Das ist eine Lösung, die entwickelt wurde, wo es darum geht zu sagen, okay, wir deployen das hin und da kann man so eine Art, kann man sich das vorstellen, wie Playlists definieren, Playlists von Hilfestellungen. Docs, Microsoft Comlinks zum Beispiel. Sie haben Benutzer, die sind neu, die fangen mit OneDrive an und dann fangen sie mal an, eine Playlist, okay, Einführung, was ist OneDrive, wie funktioniert das, durchgehend. Diese Hilfestellung kann ich dann so deployen, dass man über JSON-Variablen definieren kann als Admin, welche Setlist, welche Playlists es gibt. Und das Endbenutzer geht her und sagt, okay, jetzt klicke ich mit die Hilfe durch, jetzt klicke ich mit die Hilfe durch. Das ist nicht nur beschränkt auf Links innerhalb der Microsoft-Welt, kann auch meine eigenen Sachen verlinken, kann meine eigenen Hilfedokumente irgendwo ablegen und verlinken. Aber das ist eine gute Solution auch, um eben User-Adoption zu steigern und auch die Hilfe mit dabei sein. Ja. Danke für den Input. Ja. Ich meine, das Schöne ist, ich habe so meinen Tenant und nicht nochmal extern. Genau. Ja, ja. Gut. Dann vielen Dank und schönen Tag noch.